Hallo Welt, was geht ab? Als Technik-YouTuber bzw. Reviewer habe ich mir sicherlich bis hier noch keinen Namen gemacht. Allerdings ist das jetzt auch nicht mein Anspruch. Allerdings bin ich Technik interessiert, vor allem wenn es um den Bereich Computer und Videospiele geht. Und so hat auch dieses gute Stück, was hier noch verpackt vor mir liegt, mein vollstes Interesse. Ich könnte jetzt natürlich fragen, na, wisst ihr, was hier drin ist? Das wäre allerdings ziemlich dämlich, denn ihr wisst es. Ja, es steht im Titel, das Thumbnail wird sicherlich auch schon die ein oder andere Information parat halten. Das hier ist das Steam Deck. Noch verpackt, der Karton ist allerdings schon so weit präpariert, dass ich ihn nur noch öffnen muss. Und das werden wir tun. Wir schauen hier gleich gemeinsam rein in meinem allerersten Unboxing. Alright, ich würde sagen, wir ziehen das jetzt hier nicht unnötig in die Länge, sondern legen direkt los und öffnen mal den Karton. Ich hoffe, ja, das klappt. Dann schauen wir mal, was uns hier drin erwartet. Okay. Attention und so weiter und so fort. Achtung. Und zudem im Flugzeug an Subway. Na gut, okay, ich denke, das können wir ignorieren. Ich werde das mal etwas weiter nach hinten. Ja, okay. Gut, also wir haben hier irgendwie einen Warnhinweis, der uns wahrscheinlich darauf aufmerksam macht, wie wir das Teil anschalten und anschließen. Okay, ich denke, das sollte soweit klar sein. Ich muss dann sicherlich auch gleich erstmal gucken, inwiefern der Akku geladen ist, beziehungsweise ich werde sicherlich gleich erstmal etwas laden, denn das Teil wird sich erstmal initialisieren, wenn es bootet, denke ich mal. Und wenn da der Strom ausfällt, ich denke, das ist nicht so eine coole Sache. Was haben wir hier? Okay, das ist wahrscheinlich so eine Art, ja, das ist die Steam-Taste oder irgend sowas und dann werden wir wahrscheinlich hier ein Setup öffnen. Das schauen wir uns dann aber nochmal an, wenn wir im System sind. Das soll uns jetzt hier, glaube ich, erstmal weiter nicht interessieren. So, und da geht's weiter. Your games are going places. Steam Deck. Oh, sieht doch schon ganz schick aus. Hat auch so einen schönen bunten Reflektionsmodus, hätte ich fast schon gesagt, Effekt. Genau, mit was fangen wir denn an? Ach komm, wir nehmen erstmal das Unscheinbarere, nämlich das Netzteil. Wobei, ich kriege das wahrscheinlich nicht raus, wenn ich das hier nicht vorher rausnehme. Okay, ich bin vor allem mal gespannt, wie viel das wiegt. Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Ich habe schon gehört, dass es leichter sein soll, als man denkt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so in der Hand habe, ist es erstmal schwer. Man muss dazu aber sagen, dass hier natürlich jetzt auch ein Case drumherum ist. Das schauen wir uns gleich an. Wir nehmen jetzt erstmal den unspannenden Teil und gucken mal hier rein. Das ist sicherlich das Netzteil, denke ich. Ach so, jetzt habe ich natürlich keine Schere. Naja, da sieht man halt, dass ich definitiv noch nie ein Unboxing gemacht habe. Ohne Schere kriege ich das Ding jetzt hier natürlich nicht auf. Oder nur schwer. Okay, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass hier der Power-Adapter drin ist. Genau, sei es mal ignoriert. Ist wahrscheinlich jetzt eh nicht so spannend. Gut. Dann aber das Gerät. Das hier ist definitiv wichtig. Muss ich mal gucken, das kriege ich bestimmt auch irgendwie ohne Messer auf. Okay, Notiz an mich fürs nächste Unboxing, definitiv was zum Schneiden parat halten. Ah ja, okay, aber das geht auch so. Okay. Naja, gut, das sind die ganzen Warnhinweise, die man so kennt, obligatorisch. Hier nochmal der glänzende Schriftzug. Ja, gibt schon was her. Und hier haben wir auf alle Fälle etwas zum Aufreißen. Das werde ich mal tun. Ich wusste es, dass ich es verkacke, natürlich. Dann jetzt so. Okay. Gut. Weg damit. Und das ist das Case. Okay. Relativ schlicht, aber macht einen relativ stabilen Eindruck, würde ich erstmal sagen. Ich packe den Karton jetzt hier mal noch weg. Den brauchen wir nicht mehr. Okay. Hinten haben wir eine Tasche, wie es aussieht. Und da ist noch irgendein Beutel drin. Der ist, glaube ich, fürs Netzteil, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine aber vernommen zu haben, dass wenn man das Netzteil hier reinpackt, dass hier hinten kaum noch Platz dafür ist. Kann ich jetzt aktuell noch nicht beurteilen. Das müssen wir mal schauen. Genau, that's it. Mit einer Trageschlaufe. Okay, gut. Und da haben wir das Valve-Logo. Alright. Und sogar diese Nupsis hier, wie auch immer diese Teile eigentlich heißen, diese Zipper. Alter, keine Ahnung, sind noch mit irgendeinem Schutz versehen. Ach, muss ich das jetzt auch noch? Oh mein Gott. Okay, ich brauche eine Schere. Anders wird das nichts. Moment. So, Schere ist am Start und damit werden wir jetzt das Siegel zerschneiden. Ich hoffe, ich muss das zerschneiden und interpretiere nicht irgendwas falsch. Aber das sieht schon ziemlich nach Zerschneiden aus. Ich mache es jetzt einfach, okay? Ich traue mich. So, okay.
Weg damit. Ganz kurze Info vielleicht noch. Das hier ist das 512 GB Modell. Also es gibt drei verschiedene Versionen von dem Teil. Die kleinste Version ist die 64 GB Version. Dann gibt es noch eine 256er Version und eine 512er. Der größte Unterschied zwischen den drei Modellen ist dann die Festplatte. Allerdings jetzt dieses Modell hat auch noch zudem ein hochwertiges, entspiegeltes und geätztes Glas. Ja, dann gibt es noch so eine exklusive Tragetasche. Also die hier gibt es, glaube ich, nur bei dem teuersten Modell. Und genau, noch ein paar Goodies wie eine virtuelle Tastatur mit exklusivem Design, lese ich gerade. Exklusive Steam Community Profilbündel und ja, genau. Und zudem ist das kleinste Modell auch eine etwas langsamere Festplatte als die anderen zwei. Die kleinste kostet 419 Euro, die mittlere 549 und das Teil hier 679 Euro. Das vielleicht mal noch und noch ganz kurz die Information. Als man letztes Jahr pre-ordern konnte, ich glaube, das war im Juli, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, war ich zu Beginn an dabei, mein Order ging aber erst 15 Minuten danach durch. Also dadurch waren natürlich schon viele andere Leute, die vor mir bestellt haben. Und ich habe jetzt am Montag, glaube ich, am 11. April, habe ich die E-Mail bekommen, dass ich vorbestellen, also dass mein Order jetzt möglich ist. Und genau, habe es jetzt am Mittwoch, dem 13. April, erhalten. Das vielleicht mal, vielleicht interessiert das den einen oder anderen. So, jetzt gucken wir aber mal rein. Das ist ja der eigentlich spannende Teil. Aha. Okay. Ich dachte, für einen kurzen Moment ist der Sega Game Gear. Aber es ist das Steam Deck von Valve. Das sieht schon ganz edel aus, finde ich. Das gefällt mir auf den ersten Blick. Ich bin sehr auf die Haptik gespannt. Und wie gesagt, jetzt auch aufs Gewicht. Ich bin mal gespannt, wie das Case wiegt. Ich traue mich gar nicht, aber ich werde es jetzt einfach mal... Jetzt einfach mal rausnehmen. Oh, krass. Oh, krass. Also, das ist schon... Ich dachte wirklich, es ist leichter. Ich habe es jetzt auch nicht so super schwer mir vorgestellt, aber das ist schon... Das hat schon Gewicht. Also, gerade wenn man jetzt so die Switch gewohnt ist, das ist hier was ganz, ganz anderes. Ich weiß leider gar nicht, wie viel das Ding wiegt, aber ich bin immer sehr schlecht in sowas. Aber wenn ich jetzt mal raten müsste... Nee, ich will nicht raten. Ich bin schlecht in sowas. Aber da sind schon einige 100 Gramm, definitiv. Ja, gerade so zur Switch als Vergleich. Gut. Erstes Gefühl, wie es so in den Händen liegt, ist ziemlich gut. Ich habe gehört, dass manch einer mit der Haptik nicht ganz so zufrieden ist. Da muss man wahrscheinlich aber auch mal gucken, wie das so ist, wenn man eine längere Zeit mit dem Teil dann spielt und das Ding in Betrieb hat. Das hier sind die Trackpads, Touchpads irgendwie in der Art, ne? Dann haben wir die Steam-Taste, das hier ist, weiß ich auch nicht, irgendeine andere Optionstaste, beziehungsweise das ist die Optionstaste, die wir auf diesem Flyer da gesehen hatten, genau, um das Menü zu öffnen. Ja, D-Pad, das ist ja immer so eine Sache, so ein D-Pad, ne? Damit steht und fällt eigentlich ein guter Controller, was die Haptik angeht und das Feedback. Und ich glaube, hört es vielleicht auch, das hier ist nicht ASMR, das ist Unboxing, aber... Naja, mein Mikrofon nimmt es leider gerade nicht auf, okay. Aber es fühlt sich nicht schlecht an tatsächlich. Nicht schwammig oder so, das ist immer ganz wichtig. Ja. Hier haben wir die Sticks. Ja, fühlt sich auch erstmal definitiv gut an. Was ich so, ich habe nicht die größten Hände. Und jetzt gerade so habe ich schon das Gefühl, es ist vielleicht, es könnte auf Dauer vielleicht etwas anstrengend für meine Hände sein, die Sticks zu erreichen. Da muss man wirklich mal gucken. Das könnte sein, dass es etwas ermüdend auf Dauer wirken kann. Aber das werde ich erst merken, wenn ich das, wie gesagt, eine Weile dann mal in Betrieb hatte. Aber es kann schon sein. Es sind etwas weit oben für meinen Geschmack. Wenn die hier so... Naja gut, dafür sind hier die Track-Dinger, ne? Die Touch-Dinger. Na, mal schauen. Okay, hier haben wir noch die Buttons. Okay, ja. Die fühlen sich auf alle Fälle auch sehr, sehr gut an. Hier haben wir noch irgendwie eine Optionstaste, sowas wie eine Share, ja, ein Share-Button oder irgend sowas. Und, weiß ich nicht, eine Menütaste, Start, wie auch immer man es nennen will. Okay, also Ersteindruck auf alle Fälle doch schwerer als gedacht, fasst sich dadurch aber sehr, sehr wertig an, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, mit den Sticks muss man wirklich mal schauen. Ansonsten kann man das Ding natürlich auch ja ganz normal mit Maus und Tastatur betreiben. Das ist ja ein vollwertiger Rechner im Endeffekt. Schließt du Maus und Tastatur an, vielleicht kannst du sogar noch ein... Mich würde es nicht mal wundern, wenn du hier noch ein Joypad anschließen kannst. Ein Controller, Joypad, wie auch immer. Genau. Okay, hier oben haben wir eine Plus-Minus-Taste, das ist sicherlich Lautstärke, denke ich. Da haben wir noch einen USB-C-Port. Genau, darüber geht man dann, glaube ich, ins Display. Es wird auch eine Docking-Station zu dem Ding geben. Die gibt es aber, glaube ich, aktuell noch nicht. Hier, das sieht nach Klinke aus, ne?
kleine Klinke, über den Power-Button und eine LED, die sicherlich als Indikator dient, ob das Ding an ist oder lädt oder Standby oder was auch immer. So, dann gucken wir uns das Teil nochmal von hinten an. Da haben wir 4 Schultertasten, ja, wie man es halt so kennt, ne? L, B, R, T, und das Äquivalent so links, beziehungsweise hier ist es R4, R5, L4 und L5. Ach so, und, oh, okay, ich nehme alles zurück und wir haben hier oben natürlich auch nochmal die Schultertasten. Das sind die eigentlichen Schultertasten. Ja, die fühlen sich auf alle Fälle auch haptisch gut an. Okay, das sind nochmal irgendwelche Sondertasten demzufolge. Keine Ahnung, die sind wahrscheinlich frei programmierbar, wenn es das Spiel unterstützt, könnte ich mir vorstellen. Beziehungsweise wahrscheinlich kann man es einfach shortcutten, wie man will. Muss man mal gucken. Kann ich jetzt tatsächlich noch gar nicht einschätzen. Aber mal schauen. Genau, das dazu. Hier unten haben wir, ich denke, das wird ein Speicherkartenslot sein. Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber doch, ich denke schon. Also ich glaube, das Teil muss man, glaube ich, auch erweitern können vom Speicher her. Das wäre gerade bei der 64-Gigabyte-Version wahrscheinlich nicht, sonst nicht so spaßig. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt aber tatsächlich gerade nicht. Irgendwie sieht es so aus, aber irgendwie auch nicht. Aber ich denke schon, dass es ein Speicherkartenslot ist. Gut, okay, also jetzt haben wir es, genau, so sieht es von unten aus, das haben wir gerade gesehen. So vielleicht nochmal von der Seite und so von oben. Das gucken wir uns gleich an. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch noch interessant, wie es im Vergleich ist. Ich habe jetzt einfach mal meine Switch neben mir liegen und einfach mal, dass wir mal gucken, was da so der Unterschied ist in Sachen Größe, Dimension. Ja, und das sieht schon anders aus, ne? Definitiv. Nur von der Dicke sicherlich auch. Ja, ist eine ganz andere Welt. Aber gut, hier drin steckt natürlich auch wesentlich mehr Power. Genau, aber dass man vielleicht einfach mal so den Vergleich sieht. Also das Teil ist schon definitiv etwas größer. Mich würde mal interessieren, ich habe jetzt meinen Game Gear tatsächlich leider nicht zur Hand, aber ich weiß gar nicht. Ja, keine Ahnung, ich habe den Game Gear sehr, sehr lange nicht mehr rausgekramt, aber würde fast, ist der größer als die Switch? Ich weiß es nicht. Naja, wäre jedenfalls trotzdem mal ganz lustig gewesen. Aber was soll's? Okay. Kratzer im Display sind erstmal nicht, das ist schon mal ganz gut, aber würde ich jetzt auch einerseits so nicht erwarten, andererseits ist hier, wie gesagt, dieses entspiegelte, geätzte Glas auch verarbeitet. Da will ich natürlich erst recht keine Kratzer im Display haben. Gut, das ist das. Hier oben haben wir wahrscheinlich einen Lüfter, nehme ich an, und da hinten auch nochmal. Irgendwie muss ja die Luft auch wieder raus, oder beziehungsweise die Wärme, die da drin entwickelt wird. Wir machen jetzt mal Folgendes. Ich werde das Ding jetzt mal eben an Strom anschließen, mal eben laden lassen und dann melde ich mich gleich mit dem Teil zurück und dann wird hoffentlich so viel Saft drauf sein, dass wir es dann auch direkt mal in Betrieb nehmen können. Diesbezüglich bietet es sich vielleicht einfach auch noch der Vollständigkeit halber an, das, das Netzteil mal auszupacken. Habe ich die Schere schon am Start? Also, ist jetzt keine Überraschung, hier drin ist ein Netzteil. Das nicht, sieht aus wie ein Adapter. Kann täuschen, bin ich mir nicht ganz sicher. Doch, das ist, oder? Ich glaube, das ist ein Adapter, den man hier irgendwie auch abziehen kann, um vielleicht dann so ein UK-Teil draufzusetzen oder so. Kein Plan. Das ist das Gerät, was ich gleich anschließen werde. Und ja, dann geht's gleich weiter. So, es ist kaum Zeit vergangen. Leider hat das Steam Deck entschieden, von sich aus zu starten. Ich habe es eben angeschlossen, Akku laden wollen. Es hat Düdü gemacht und alles war gut. Und plötzlich so nach einer Minute höre ich es nochmal Düdü. Und dann sehe ich hier so ein Icon eingeblendet. Das Steam Deck Logo, dann das Steam Icon. Und jetzt bin ich hier in diesem Startbildschirm, das oder in diesem Einrichtungsbildschirm, sagen wir es mal so. Also sorry, das konnte ich jetzt nicht ahnen, aber gut, wirklich was verpasst haben wir nicht. Genau, wir gehen jetzt einfach mal spaßenshalber zusammen durch Setup. Vorher vielleicht mal noch ganz kurz. Genau, das hier lag ja noch in dem Case drin. Den hatte ich jetzt vorhin gar nicht so Beachtung geschenkt. Aber das ist einfach nur ein Staubtuch, würde ich sagen. Ne? Damit kannst du das Display sauber machen. Genau, und das ist es im Endeffekt. Mehr ist in dem Case dann auch nicht drin. Gut, dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass das auch etwas auffängt. Ah, mal gucken. Ich muss meine Hände jetzt etwas so halten, aber dann ist es, glaube ich, besser in der Cam drin. So, wir nehmen die deutsche Sprache. Dann nehmen wir mitteleuropäische Sommerzeit oder irgend sowas, oder? Mitteleuropäische Zeit. Da. Das wird stimmen. Netzwerk.
Alright, gut. Also ich denke, hier werde ich hin und wieder mal einen Cut machen müssen, um Eingaben zu tätigen. So, okay, also WLAN ist connected. Das ist ja schon mal nicht unwichtig. Okay, Installation wird ausgeführt. 45 Sekunden verbleibend. Ein paar Daten werden gezogen. Die Uhr oben stimmt auch schon. Eben beim Passwort eingeben konnte ich ja schon mal die Tastatur testen, also quasi die Eingabe über die Controls hier, über die Steuermöglichkeiten und aber auch über das Touchpad, und das hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Cool ist auch, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie L hinten drückt oder so, gibt es auch nochmal so eine kleine haptische Vibration. Das hat sich auf alle Fälle ziemlich gut angefühlt. Okay, jetzt dauert es dann doch nochmal etwas länger, wie es aussieht. Ein paar Sachen werden runtergeladen. Dann geben wir dem Ding mal eben etwas Zeit. So, Steam wird beendet. Gut, die Downloads sind durch. Wahrscheinlich startet das Ding neu. Genau, dann können wir uns den Bootvorgang dann doch nochmal zusammen angucken. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Und auch die Dauer. Ich weiß nicht, ob das die Standard-Boot-Time ist oder ob jetzt vielleicht doch noch im Hintergrund irgendwas passiert. Möglich ist es. Jetzt hat es vibriert. Oder sich aufgehangen, keine Ahnung. Dreht der Lüfter ein klein wenig hoch. Aha, und jetzt passiert was. Okay, müssen wir jetzt nochmal durch das Setup oder was? Okay, das wäre irgendwie strange. Habe ich jetzt Deutsch übersprungen, Anna? Ja. Aha, okay. Gut, also irgendwie durch das Setup mussten wir nochmal bedingt zumindest. Das Passwort vom WLAN hat er sich auf alle Fälle gemerkt. Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, und jetzt haben wir den Anmeldescreen. Da braucht es dann natürlich Nutzername und Passwort des Accounts. Der SteamGuard darf natürlich auch nicht fehlen. Ah, auf meinem Desktop ploppt gerade ein Remote Play Pop-up auf. Steam Deck ist hinzugefügt worden. Willkommen beim Steam Deck. Wir stellen Ihnen das Gerät einmal kurz vor. Drücken Sie eine beliebige Taste oder berühren Sie den Bildschirm zum Fortfahren. Okay, machen wir das doch mal. Okay, das ist die Steam-Taste. Mit dieser Taste können Sie Ihre Bibliothek, Ihren Shop, Ihre Einstellungen etc. aufrufen. Halten Sie sie gedrückt, um zu Ihren Steam-Tastenverknüpfungen zu gelangen. Soll ich das jetzt machen? Bin mir nicht sicher, ob ich das tun sollte, wahrscheinlich. Dies ist der Schnellzugriff, er ruft Ihre Benachrichtigung, Freundesliste, Ihren Schnellzugriff etc. auf. Egal wahrscheinlich, was wir drücken, das ist einfach nur ein Wizard, der uns ganz kurz durch die gängigen Funktionen führt. Hier oben befindet sich die Systemtaste, drücken Sie diese einmal zum Pausieren bzw. Fortsetzen des Steam Deck. Halten Sie sie gedrückt, um zum Energiemenü zu gelangen. Okay. Hier drüben befindet sich die Lautstärkeregler. Halten Sie diese gedrückt, um die Lautstärke des Steam Deck anzupassen. Okay. Schließlich befindet sich hier unten der Micro-SD-Kartensteckplatz. Na, da haben wir es doch direkt. Perfekt. Stecken Sie eine Micro-SD-Karte ein und formatieren Sie sie für mehr Speicherkapazität auf Ihrem Steam Deck. Drücken Sie die Karte ein, um sie zu entfernen. Alles klar, das machen wir jetzt nicht. 512 GB passt erstmal. Viel Spaß. Wir hoffen, Sie haben Spaß mit Ihrem Steam Deck. Falls Sie sich das Tutorial Nerd anschauen möchten, finden Sie es unter Schnellzugriffhilfe Tutorial Nerd ansehen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren. So, und da sind wir im Menü. Und genau, da sehen wir, was ich gerade neu in der Bibliothek habe. Ich habe vor kurzem mal ein paar Humble Choice Bundles eingelöst. Da sind jetzt wieder einige Spiele zusammengekommen. Aktuell habe ich 1228 Games in meiner Steam Library. Also da gibt's ordentlich
ordentlich Spiele auf alle Fälle, auf die ich zurückgreifen kann. Corekeeper, genau, zuletzt gespielt, sehr, sehr cool und so weiter und so fort. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob dieses Menü hier der Big Picture Mode ist oder ob das hier nochmal ein eigenes UI nur für Steam Deck ist. Kann ich euch aktuell tatsächlich leider nicht beantworten. Oh mein Gott. Okay, jetzt bin ich gerade irgendwie auf dieses Ding gekommen und habe Dinge ausgelöst, die ich gar nicht auslösen wollte. Ah. Okay. Es ist Touch, aber man kann es auch drücken. Man kriegt so ein ganz kleines Vibrationsfeedback. Das ist, glaube ich, vom Steam-Controller übernommen. Ich habe diesen Steam-Controller leider nie besessen und den gibt es ja so gesehen jetzt nicht mehr zu kaufen. Der wird, glaube ich, nicht mehr produziert. Deswegen ist das jetzt für mich eine neue Erfahrung, aber erstmal ganz cool. Was ist neu? Gut, aber trotzdem, ich bleibe jetzt mal eben bei dem Ding. Nach Spielen im Profil suchen. Wollen wir mal ganz kurz hier reingucken. Schnelleinstellungen, Helligkeit, Vibration im Spiel, Haptik. Das ist wahrscheinlich das Feedback, was kommt. Gerade wenn ich jetzt hier drücke oder so, könnte ich mir vorstellen. Leistung, Hilfe, Freundesliste und Benachrichtigung. Und was haben wir hier? Startseite, Bibliothek, Shop, Freunde, Medien, Downloads, Einstellungen und Ein- und Aus. Okay. Bibliothek nochmal was anderes? Ja, das ist tatsächlich nochmal eine komplette Übersicht aller Games. Gut, das gehen wir jetzt nicht durch. Alle Spiele 1346. Eigentlich müssen es 1228 sein. Keine Ahnung. Vielleicht sind da die DLCs noch mit eingerechnet. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja, auf alle Fälle viel zu viele Spiele, die man eh nie spielt. Aber so ist das halt. Also, das soweit zum UI. Ich habe jetzt natürlich noch nichts installiert, ja. Ich kann demzufolge jetzt auch noch nichts testen und das sprengt sicherlich auch den Rahmen des Videos. Theoretisch kann man alle Spiele installieren und irgendwie darauf starten, aber es gibt ja diese Steam Deck verifizierten Games, die sind dann darauf ausgelegt, die funktionieren entweder schon von vornherein darauf oder wurden von den Entwicklern explizit nochmal für Steam Deck angepasst. RimWorld hat beispielsweise jetzt vor kurzem ein Steam Deck Update bekommen, da die UI-Sachen sehr, sehr filigran und klein sind und die wurden beispielsweise in der Größe angepasst, damit das hier auf dem Display auch gut leserlich und ja auch steuerbar ist. Genau. Ja, den Rahmen würde es jetzt natürlich sprengen, jetzt hier irgendwie ein Let's Play oder irgend sowas noch hier draus zu machen oder mal ein Spiel anzutesten. Wie gesagt, installiert ist noch nix. Es gibt ein Steam Deck eigenes Spiel von Valve, was im Portal-Universum spielt. Das nennt sich, oh Gott, ich weiß es gar nicht, irgendwas mit Desk, Steam Desk? Ich weiß es nicht ganz genau. Das bringt einen die Steuerungsmöglichkeiten vom Steam Deck näher. Das werde ich mir als allererstes reinziehen, vor allem weil es ein Game im Portal-Universum ist von Valve. Also was gibt's eigentlich Schöneres? Das soll auch sehr, sehr gut sein. Es ist irgendwie krass, wenn ich mir überlege, drauf Elden Ring zu spielen. Also das ist irgendwie alles ziemlich abgefahren. Ich bin wirklich gespannt. Genau, ich überlege gerade, gibt's irgendwas, was wir jetzt hierzu noch sehen, testen müssten im Rahmen dieses Unboxings? Ich denke eher nicht. Genau, ich würde sagen, wir belassen es erstmal dabei. Ihr könnt mich gerne daran teilhaben lassen, was ihr von diesem Unboxing gehalten habt, ob ihr sowas in Zukunft vielleicht vermehrt sehen wollt. Dann könnte man darüber mal nachdenken. Ja, und keine Ahnung, eure Erfahrung vielleicht mit dem Steam Deck. Habt ihr eins? Wolltet ihr eins? Habt ihr es noch nicht? Habt ihr eins bestellt? Interessiert es euch nicht? Habt ihr es schon lange? Und was sind eure Erfahrungen? Habt ihr auch das Gefühl, dass die Dinger irgendwie zu weit oben sind? Etc. pp. Lasst uns da gerne Meinungen austauschen. Würde mich freuen. Und gegebenenfalls überlege ich aktuell, ob ich vielleicht dann irgendwie dann doch nochmal in, ja, keine Ahnung, eine Woche oder so, nochmal ein Video nachschiebe, wo ich einfach von meinen Erfahrungen dann mit dem Teil nochmal, berichte in einem Video. Bin ich mir nicht ganz sicher, könnt ihr mir auch gerne schreiben, ob das von Interesse wäre oder nicht. Gut, dann würde ich sagen, war's das für dieses Video. Ich verabschiede mich jetzt in die Welten des Offline-Daseins und werde meine ersten Spielerfahrungen mit dem Steam Deck erleben und bin mal gespannt, was da auf mich zukommt. Danke fürs Anschauen. Bis dahin. Kenne deine Pixel.